So, jetzt was haben wir in der Kiste? Bitte Tränke. Achso, das sind die Kastinen. Okay. Kaktorkarten. Kaktorkarten haben spezielle Fusionseigenschaften und eine hohe Erfolgschance auf Talentmarkenfusionen. Metallkaktorkarten. Ich finde das immer. Hingegen bieten eine große Menge EP. Damit kannst du die Kraft deiner Lieblingskarte erhöhen. 30 Ungeheuer an einem Tag. Hast du meine Beinarbeit gesehen? Du meinst, als du gestolpert bist? Klappe. Also die haben sich auf jeden Fall ganz doll lieb. Auch nicht schlecht. Klar, jeder gewinnt gern. Ah, das stimmt, das stimmt. Jeder gewinnt wirklich gern. Komm, auf zum Runentempel. Zum Runentempel? Dort blüht inmitten von Verzweiflung die Blume der Hoffnung. Oh, das hört sich gut an. Oh, ja, da, okay, ja. Ja, okay. Nee, wir müssen nochmal kurz hier Talente gucken. Jobkarten. Von dem Talentefach. Zack. Oh, schön, nur noch einer. Neuer Krieger, neuer Job. Kristallelemente, neuer Job, okay. Hört sich gut an. So, wir wollen ja die auch nicht vernachlässigen hier, falls wir die doch mal spielen wollen. Aber ich stehe lieber auf den Krieger. So, Fertigkeitskarten, 9 Stück. Ah ja, wir wollten sie ja verkaufen, da war was. Kartenverkauf. Dass das immer so krass abgehackt ist, also... Okay, die hier blinken, das sind unsere, die nutzen wir gerade. Dann können wir die Krieger hier erstmal wegschmeißen. Davon haben wir auch jede Menge. Das ist zum Beispiel die wir da haben. Die lassen wir auch. Und dann können wir das erstmal verkaufen. Für 2820 Gil. Geil. Über fast 16.000 Gil, das sieht man einmal hier ganz oben. Das ist doch Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Was wird der hier von mir? Will ich nicht verschieben. Lass mich in Ruhe. Also man kann auch welche auf eine Bank verschieben, aber das will ich nicht. So, jetzt machen wir hier nochmal. Also wie gesagt, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr trainieren. Also es wird wahrscheinlich die restliche Folge sein. Beziehungsweise die Folge hat ja erst mehr oder weniger angefangen. Mal gucken. Also, guckt euch das an. Ich nehme schon hier ein bisschen Schaden und alles. Und es dauert einfach zu lang noch. Das dauert zu lang für mich. Ja, noch eine Karte zum Verkaufen. Sehr schön. Zweite von dritter Runde. Zwei Schläge. Gefällt mir nicht. Das dauert schon zu lang. Und jetzt kommt, glaube ich, das Riesenvieh. Jupp. Ja, gegen den müssen wir auf jeden Fall jedes Mal dann anscheinend kämpfen. Wahrscheinlich. Aber es gibt ja eben halt die Möglichkeit zu skillen. Die Karten. Was wir ja auch machen wollen. Ah, und den Charakter natürlich. Natürlich. Oh, aber der ist echt ein übler Brummer, muss ich sagen. Also der ist echt übel. Don't get cocky. So. Ich weiß nicht, wie viele Folgen oder wie lange überhaupt dieses Spiel geht. Ich habe mir nur einmal ganz kurz ein Video bei YouTube angeguckt. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Dann habe ich das eben halt wieder ausgemacht. Aber es ist schon eine recht große Karte, finde ich. Und es gibt ja einige Kapitelabschnitte. Und jetzt vor kurzem, also während ich hier aufnehme, wurde der Server gewartet über einen Tag.
Und gab zwei Updates bereits. Also es wird auf jeden Fall viel gemacht. Es gibt viele Events und sowas alles, was man hier machen kann und so weiter. Oh, Spielerstufe 4. EP-Bonus. Ja. Und Ausdauer noch hochgegangen. Geil. Richtig geil. Aber trotzdem, hier, zack, weiter, komm, hier, einfach nicht lange quatschen, hier, zack, zack. Hier muss trainiert werden. Ich finde das Katana der Hammer. Aber das andere Schwert hat schöner ausgesehen am Anfang. Das war auf jeden Fall schöner. Also so mehr so Final Fantasy-like. Also das hier ist ja mehr so, ja. Fantasy zwar auch, aber das andere sah eben mehr nach Final Fantasy aus. Also so mehr komisch, unhandlich, schwere Schwertmäßig so. Eben halt schöner. Ich hoffe, ich kann später nochmal ein anderes kaufen oder bekomme ein anderes. Das wäre echt schön. Nochmal eins, was eben halt anders aussieht. So ein Riesen-Katana. Die Länge ist schon beeindruckend, aber dass wir die einfach so auf dem Rücken tragen können, ist irgendwie seltsam. Wir müssen das auch die ganze Zeit durch den Boden schleifen da. Komm schon. O2, mach ihn platt. Alter, schön. Ey, seht ihr, womit ich mich rumschlagen muss? Der haut mit einem stumpfen Katana zu. Oh, in Schock. Ja, das ist cool. Eieiei. Das Ding hält einfach viel zu viel aus. Viel zu viel. Wir müssen echt noch trainieren. Ey, guckt euch das an. Ah, fast 400 Leben schon wieder weg. Na gut, 300 fast, aber. Boah. Ist einfach zu viel. Ich habe nämlich Angst, was in den Runentempel da, wo wir ja hin sollen, dass es da irgendwie extrem krass schwer sein wird oder so. Dass wir da noch so ein stärkeres Monster haben und ja, ich will lieber vorbereitet sein. Lieber vorbereitet, als dann die ganze Zeit zu sterben. Aber ich denke, das sage ich eh schon die ganze Zeit, ne? Die Begründung, warum ich die ganze Zeit mich vordrücke, so weit vor immer zu preschen. Einmal noch. Komm, noch ein, zweimal noch. Also, wir müssen echt aufpassen, dass wir genug trainieren. Das hier wird wahrscheinlich nicht so übel schnell schwer sein, aber eben halt der Runentempel. Oh. Ich weiß nicht, was da auf uns wartet, deswegen. Ah. Ich überlege gerade, ob ich trotzdem gleich einfach weitergehe. Aber hier sind gute Mobs eben halt zum Trainieren. Also man kann auch jederzeit zurückgehen und trainieren. Deswegen überlege ich gerade, ob wir es doch mal riskieren sollten. Oh ja, yeah, eine Karte. Sehr cool. Okay. Die müssten wir ja mit einem Schlag schon kriegen, ja. Sieht gut aus. Na toll, jetzt haben wir wieder den Mob. Ich glaube nicht, dass wir den einfach so wieder kriegen. Uiuiui, ich habe das Gefühl, das läuft schon ein bisschen besser, oder? Ich kann es mir zwar auch nur einbilden, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Ja, lasst uns gleich einfach mal weitergehen. Und noch eine Karte von ihm gekriegt. Coole Sache. Weil die sind auf jeden Fall viel mehr wert. Da bin ich mir sicher. Ja, sehr schön. Kurz davor nächstes. Ja, sehr gut. Zwei Karten. Wunderbar. So, jetzt gehen wir aber auf jeden Fall weiter. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. Ah, los, zack ihn.
Bist doch schon trainiert an dem. Immer schön durch die Beine. Ja, immer so. Ja, los, weiter. Gut, Schock, los. Jetzt mach ich ihn aber platt hier. Sehr schön. So, was kommt in der nächsten Runde? Okay, den kriegen wir, denke ich, hin. Auch jetzt zwei Schläge wieder. Sie werden auf jeden Fall immer ein bisschen stärker in den nächsten Gebieten. Also, ich bin gespannt, wie es im Ruhentempel gleich aussieht. Ha, besiegt. Und das sogar schneller, als ich gedacht habe. Ach du Schande. Ha, aber noch eine Karte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Na? Neuer Rekord. Ja, oh, ganz knapp. Ey, das ist doch fies. Das ist doch fies, oder? Und was gibt's in der Kiste? 5000 Gil nochmal. Ja, sehr schön. Wie sind die Wächter des Tempels? Seht ihr Feinde, erstattet und sofort Bericht. Ah, okay. Ah, die haben sich jetzt die Aufgabe gemacht, den Tempel sozusagen zu beschützen. Cool. Die nächste Haltestelle ist sogar schon der Runentempel. Okay, gucken wir erstmal auf unsere Talente. Ich glaube, ich habe falsch geklickt. Ja, habe ich. Jobkarten. Talentfach. Oh, geht noch nicht. Okay. Habe ich theoretisch alles schon. Okay, dann nehmen wir den. Scheint hier ein bisschen was frei. Gucken, was wir hier freischalten können. Okay. Job. Theoretisch könnten wir den wechseln. Und dann hat er hier... Ah, nee. Bleiben wir lieber bei dem, der gefällt mir am meisten. Karten verkaufen. Oder wollen wir das im Runentempel? Wir machen das im Runentempel. Wir gehen nämlich direkt weiter. Wir werden diesmal hier nicht trainieren. Auch wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Fehler. Aber wir werden es trotzdem mal versuchen. Weil das hört sich wie ein wichtiger Posten an, wo man wirklich kämpfen muss. 5 Runden sind es auf jeden Fall. Oh ja, bei dem brauche ich auf jeden Fall 2 Schläge. Der hat mir schon mal Schaden reingehauen. Wieso habe ich jetzt eigentlich das falsche Schwert schon wieder in der Hand? Oh, der hat mich verstellt gehabt, oder? Also das ist mehr so ein Final Fantasy-Schwert. Aber das Problem ist, ich muss das Katana wieder anziehen. Das ist nämlich besser. Wow. Coole Attacke. Ach du Heiland. Ein goldenes Vieh davon. Und ich mache ihm keinen Schaden. Entkommt. Was? Oh. Und das mit dem falschen Schwert. Eieiei, ich glaube, das geht gut. Oh, oh, oh.
das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, Schock. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Schaden hier. Komm, hau zu. Oh Mann. Atem abheulern. Ich habe nur ein halbes Leben. Glaube. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das läuft nicht so gut. Oh, das war aber knapp. Also wir müssen definitiv das Schwert wechseln und wir müssen hier ganz lange trainieren. Ach, du Heiland. 300 Gil, das ist ja schon mal sehr cool. Oh ja, hier ging eine Karte hoch. Oh, 7554. Und das ist super. Ja, von den beiden, die ist nicht ganz so krass wert. Goldene Kiste. Beschwörer-Ticket, okay.